Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video. Ein Video, was ich wo ich mir eine Map bei Minecraft gekauft habe. Ja, gekauft. Und für diejenigen, die sich gerade wundern, warum ich auf den Boden gucke, erkläre ich gleich. Diese Map, die habe ich noch nie auf Überleben gespielt. Werde ich jetzt auch noch nicht. Ich werde jetzt die ganze Zeit beim Kreativmodus bleiben. Wenn ich ein Drachenprojekt machen soll, sagen wir einfach dazu Drachenprojekt. Ja. Sagen wir einfach mal Drachenprojekt oder einfach Drachenprojekt. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich das alleine. Ja, ihr habt gehört. Alleine. Wo ich auf diese Welt spiele. Ihr seht, dass ich gerade hier drei Fackeln habe. Aus einem Grund. Ihr seht. Drachenprojekt. So, diese Welt, die habe ich wirklich noch nie auf auf Überleben gespielt. Wenn ihr wollt, dass ich das mal tue, na, schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Als ich diese Map gekauft habe, habe ich mir nichts Großartiges dabei gedacht. Einfach mal so ein riesiger Drache und dann hier nochmal so ein paar Tempel und sowas. Und pinke Bäume und so. Und das spielt alles im Schneebiom. Ihr könnt ja tun und lassen, was ihr wollt. Das ist im Schneebiom. Zumindest sieht es auf dem Plakat so aus, wo ich mir die Map gekauft habe. Die tut auch ein bisschen hängen, so wie ihr gemerkt habt. Aber das Wichtigste ist, Freunde, wenn ich auf diese Welt in Überlebensmodus spielen soll, müsst ihr mir natürlich auch noch in die Kommentare schreiben, ob ich auf friedlich spielen soll oder normal. Das bedeutet, normal ist mit Zombies und Monster und sowas, für diejenigen, die es nicht wissen. Und friedlich ist halb ohne Monster und so. Diese Welt, die werde ich hier jetzt mir gleich abspeichern, nachdem ich das Video beendet habe. Aber bitte, Freunde, seid ehrlich, wenn ihr hiervon wirklich ein Projekt sehen wollt, dann schreibt's mir. Wo ist der verflixte Eingang? Hier ist der verflixte Eingang. Also, wie schon gesagt, ich werde das dann spielen. Okay, die Kisten sind leer. Dann sind die mit Sicherheit auch leer. Brauche ich gar nicht erst nachgucken. So. Jetzt auch so hohl. Wie schon gesagt, Freunde, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich von dieses hier ein Projekt machen soll. Das mache ich dann nur im Einzelspielermodus, also das spiele ich komplett alleine. Und ja, wenn ihr das davon nur sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich freuen. Oh, das hier wird, glaube ich, mein Zimmer. Da war sowieso nichts drin. Ja.
Okay, Knöpfe, die auch keine Funktion haben. Hier hat man nämlich einen Eisenboss. Boss, wie auch immer. Auf jeden Fall, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video, wenn ihr da was reinschreibt. Hier über uns ist noch ein Stockwerk. Ja, ich weiß, ich bin hier die ganze Zeit am Austauschen, aber Freunde, ich will jetzt nur mal hier so im Groben rüberfliegen. Ja, hier sind haufenweise diese Zimmer. Gehen wir mal ganz hoch. Auch wieder dasselbe und alles Mögliche drin. Ja, klasse. Im Übrigen, ich habe was Neues an meinem Handy herausgefunden. Und wenn ich davon mal ein Video machen soll, müssen wir das auch noch in die Kommentare schreiben. Bixby. Einige von euch kennen sie, einige von euch mögen sie, einige von euch mögen sie nicht. Wir stehen in der Wolke. Bixby, das ist eine Funktion auf eurem Handy, da ihr könnt ihr alles Mögliche fragen und die antwortet auch. Wenn ihr sagt, hi Bixby, rap für mich, dann tut sie das. Nun. Ich dachte, das wäre selbstverständlich gewesen, aber da du mich jetzt fragst, klar tue ich das. Wir hätten dich nach deiner Meinung gefragt. Also, kannst vergessen, ich habe die ja schon eingerichtet. Es kann sein, dass mein Kanal jetzt deswegen gesperrt wird, da ich ja das jetzt gerade ungewollt gemacht habe. Und wenn ich, also ihr könnt sie auch fragen, ich werde jetzt mal nicht das Hi davor hängen. Ihr könnt ihr sagen, Rap für mich, Beatboxe für mich, das ist eigentlich alles Mögliche. Und mit Sicherheit wird das Video jetzt hier erstens gesperrt und zweitens mein Kanal. Das ist auch vollkommen hohl. Hier ist eine Kiste und können wir nicht ausmachen. Aufmachen. Ist doch komplett hohl. Ich gehe jetzt mal im Groben hier lang. Also wie schon gesagt, ihr müsst einfach nur HypeXP und dann einfach nur das gewünschte sagen. Sie antwortet direkt drauf. Manchmal kommt sogar der Kommentar, ich habe das leider nicht verstanden. Und das sagt sie dann nicht nur einmal, wenn ihr das ein Dutzend Mal wiederholt, kommt immer wieder derselbe Kommentar, ich habe das nicht verstanden. Und das kann schon einen nach einer gewissen Zeit nerven, bin ich ehrlich. Und ich wäre auch zufrieden, Freunde, wenn ihr das, wenn ich mir öfters Maps kaufen soll, das nochmal, wenn ich mir öfters Maps kaufen soll und sie dann vorstellen soll, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Einfach nur Hashtag Map-Vorstellung.
Minecraft. Also Minecraft müsst ihr jetzt nicht extra damit hinschreiben, sondern mehr einfach nur Map vor Hashtag M Map Vorstellung. Das war's dann eigentlich. Das hier wäre dann eigentlich quasi die zweite. Ja, ihr habt richtig gehört, eine zweite. Ich hätte dann sogar noch eine. Allerdings. Oh. Was fressen diese Viecher? Wer von euch weiß das? Ah, oh, Junge, Alter, mein Handy nervt. Ich habe es zwar schön auf Vibrieren, aber das nervt trotzdem. Wo ist denn das jetzt hin? Ach da, genau auf meinen Augen. Okay, das fressen sie anscheinend wohl nicht. Das ist ja ein weißer Fuchs. Hey, mein Süßer. Wie schon gesagt, Freunde, Map-Vorstellung, Hashtag M-Map-Vorstellung. Wenn ihr fragt, wozu das M sein soll, Minecraft. Ich glaube, mir sitzt was in der Nase. Also wie schon gesagt, ihr müsst entweder, ja, hier, jetzt bleibe ich beim Thema. Hashtag M-Map-Vorstellung. Ich weiß, das habe ich jetzt schon mindestens fünfmal gesagt. Und wenn ich mal ein Video aufnehmen soll mit Bixby, einfach mal Hey Bixby schreiben und dann einfach mal mache ich das. Du musst zuerst dein Smartphone entsperren. Also das will ich nicht. Ihr könnt eigentlich zum Beispiel sagen, Hi Bixby. Wie schon gesagt, ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen, sonst geht es wieder los. Könnt auch sagen, Beatboxe für mich. Einmal, da habe ich sogar zu random einfach mal so Hi Bixby und dann wurde ich unterbrochen. Dann habe ich gesagt, kennt ihr das Lied? Du hast den schönsten Arsch der Welt. Und das hat wohl Bixby gemacht zu Wort genommen. Und ja, das geht dich gar nichts an. Oder so ähnlich hat sie darauf geantwortet. Auf jeden Fall, wenn ihr bei der Laut- und Leise-Taste bei eurem Handy noch einen weiteren Knopf findet. Das ist Bixby. Ihr müsst es einrichten und sonstiges. Aber ich würde euch raten, nehmt nicht euren echten Namen, weil wenn ihr zum Beispiel online seid bei PS4 und ihr sagt, und dann halt noch was, wo sie euren richtigen Namen nennt. Kann ich jetzt nicht direkt sagen, weil es immer unterschiedlich ist. Und ganz einfach, nimmt einfach mal irgendeinen Namen. Ihr müsst einfach nur zu Bixby sagen, Name. Dann fragt sie euch, wie sie euch ansprechen soll. Dann könnt ihr entweder den gewünschten Namen rein sprechen oder rein schreiben. Aber wie schon gesagt, wenn ihr genauso YouTube macht wie ich und diese Funktion auch vorstellen wollt, ihr könnt nicht mit ihr sprechen. Ihr müsst schreiben. Ich gucke gerade auch zur Zeit, wie ich das ändern kann, ob ich auch mit ihr sprechen kann und so. Aber scheint wohl nicht so zu sein. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ich wirklich mal Map-Vorsteller vorstellen soll, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare.
Ich will jetzt da das Video beenden, wo ich auch das Video begonnen habe. Und ja, man kann hier nicht hinten rein. Das ist gut. Was cool wäre, ist, wenn dieser Drache hier lebt. Ja, aber dann wäre der einzigste Nachteil, dass der so gut wie die ganze Map zerstören würde, dann würde er es die ganze Zeit überhängen. Und ja. Es wäre einfach dann nicht so schön. Und wie schon gesagt, Freunde, es gibt diese Map, die ist komplett im Schneebiom. Hier nebenan ist auch noch ein kleines Dorf. Was mir jetzt auffällt. Dann gibt es, wie schon gewohnt, noch diese Monster hier. Diesen Eisengolem lassen wir mal frei. Zwei Eisgolem? So. Jetzt sind sie frei, jetzt müssen sie einfach nur weglaufen. So. Und in diese Kisten, Freunde, entweder gar nichts, so wie eben. Oder halb eine Armbrust oder. Ja. Aber wie schon gesagt, Freunde, dieser Drache, der spawnt, also oder der spawnt, wie schon gesagt, im Schneebiom. Und lasst einfach ein Abo und ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wann ich die nächste, was ist für eine, wenn ich eine nächste Map vorstellen soll, euch empfehlen soll. Also die Map, die würde ich so mittelmäßig empfehlen, weil erstens, ihr müsstet im Kreativmodus sein, um hier nichts hinzubauen und dann hier rein, wenn ihr das unbedingt wollt. Hat eigentlich quasi gar keinen Sinn, weil es sowieso alles zu. Ihr könnt einfach nur hier so unten rumlaufen, hier unten so ein bisschen, ja, euch so eure Base aufbauen oder hier eins ins hier einen Beschlag nehmen, hier das da zum Beispiel oder das da. Aber soll ich euch mal sagen, woran mich das gerade hier erinnert, diese Stufen? An Kung Fu Panda. Da musst du doch auch immer, da musst du ja auch von hier ganz unten bis ganz nach oben starten. Natürlich waren es natürlich mehr und größer war es auch natürlich. Und im Hintergrund war auch kein Drache zu sehen. Aber trotzdem, das erinnert mich komplett an Kung Fu Panda. So, wie schon gesagt, lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ich mehr Maps oder wenn ich überhaupt anfangen soll mit Maps vorstellen, das mache ich natürlich gerne, Freunde. Das sei schon mal gesagt. Und ich mache es dann auch. Kommt natürlich darauf an, wie viel Geld ich dann noch habe. Wenn ich Geld genug übrig habe, mache ich das. Und ja, wenn ich hier drauf spielen soll, dann mache ich hier aus ein Drachenprojekt und spiele einfach noch alleine, ohne Freunde. Und Träge für diejenigen, die ich jetzt ein bisschen durcheinander bringe, aber wenn ihr Bixby drauf habt, müsst ihr einfach, wie schon gesagt, Hi Bixby sagen. Ach ja, hier ist euer Spawnort. Im Übrigen, hier spawnt ihr. Ungefähr hier. Oder hier so. Nicht da drauf. Du fällst sonst runter. Brot. Boah.
Karotten. Ja, Freunde, wie schon gesagt, einfach Hashtag Map-Vorstellung, M-Map-Vorstellung in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich Maps vorstelle und auch empfehlen soll. Also wie schon gesagt, bei dieser Map, da müsst ihr selbst entscheiden. Und tschüss. wie schon gesagt, wenn ihr einfach mal wollt, dass ich Maps vorstelle, einfach mal. Ich weiß, Freunde, ich weiß, ich sag das jetzt schon zum dritten Mal, aber das ist so. Falls ich es jetzt nochmal sagen sollte, ignoriert es einfach. So. Am Drache war noch so ein Fuchs. Wo ist der jetzt? Egal. Hashtag Map-Vorstellung, Map-Vorstellung und Hashtag Projekt in den Kommentaren, wenn ihr sowas sehen wollt. Und ich werde mich jetzt mal verabschieden, werde das Video hochladen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Das könnt ihr mir zeigen, indem ihr einfach mal einen Daumen nach oben gebt. Und mich abonnieren. Natürlich beides kostenlos. Ne? Wir nehmen die hässliche Fratze vom Drachen. Na, Drache, willst du dich auch verabschieden? Nein? Okay. Ich würde damit sagen, haut rein, Freunde.